Glas diente schon lange Zeit dazu, andere Materialien zu imitieren. Beispielsweise gibt es sogenanntes Milchglas, das wurde mit Zinn oder Zinkoxid, zum Teil auch mit Beinasche, weiß und undurchsichtig gefärbt und erinnerte so an das teurere Porzellan. Mit Lack bemaltes Glas erinnerte auch an die marmorierte Struktur von Steinen. Also auch bei der Schmuckherstellung diente Glas dazu, andere Materialien zu imitieren. Beispielsweise gibt es Glasperlen, die innen mit Metall bezogen sind, die so Silber oder Gold nachahmen. Unterschiedlich gefärbtes Glas oder Glasperlen konnten auch an die Struktur von Bernstein erinnern. Ganz besonders eindrucksvoll sind Strasssteine, die dazu dienten, Diamanten nachzuahmen. Sie wurden im 18. Jahrhundert entwickelt von Georg Friedrich Strass, ein Juwelier aus dem Elsass, der Glasmasse Blei beigab, und dadurch entsteht eine ganz besondere Brillanz der Glassteine. Der Effekt wurde erhöht dadurch, dass unter die Glassteine eine Zinnfolie gelegt wurde, die dafür sorgt, dass die Lichtbrechung, die an den Facetten passiert, nochmal erhöht wird. Diese und andere funkelnde Gegenstände zeigen wir in unserer Sonderausstellung Meisterwerke aus Glas.